So, meine lieben Freunde, hier sind wir mit dabei mit eurem Buckle und wir spielen ein kleines, so lustiges Spielchen, nämlich fürs Mega Drive. Ein meiner absoluten Lieblingstitel, nämlich Landstalker. Landstalker, die Schätze von König Nolo, und das ist die komplett deutsche Version. Und, das ist ein klassisches, ich sag einfach mal Action-RPG, würde ich sagen. Ja, Action-RPG, würde ich sagen. Vier Speicherstände, faszinierend damit zu Mega Drive. Den Kompagnon, den Helden, den wir da spielen, sehen wir dann nämlich. Und ich habe das Spiel ungefähr schon, ich kenne wie in einem Vorspann quatschen, da redet auch keiner und da sieht man sowieso einen Spaß, gibt es eh nicht. Und ich habe das ungefähr, keine Ahnung, 532 Mal durchgespielt und das ist das 533. Mal. Ja, natürlich, 533 Mal. Nein, nicht so ganz, nein, egal. Wie man hier sieht, ist das Ganze aus dieser dreidimensionalen, seltsamen Perspektive, die ein bisschen verzerrt aussieht. Und dank dieser Perspektive ist die Schwierigkeit von diesen dreidimensionalen Sprungrätseln quasi gegeben. Wie man hier sieht, man muss schräg springen. Da muss man auch schräg springen. Ja. Das macht übrigens alles die KI, die hier den Vorspann uns zeigt. So. Schalterrätsel und sowas gibt es auch jede Menge. Jump'n'Run, Schalterrätsel und ein paar Gegner zum Slashen und sowas. Sterdöffen gibt er gefunden. Sterdöffen gibt er genommen. Und ein bisschen kann ich meine Stimme auch verstellen, kann ich auch. Wir spielen jedenfalls hier diesen Abenteurer Nils. Vom Berufe würde ich sagen, Schatzsucher. Oh, ich liebe die Musik. Die Musik ist so gut dabei. Und die Grafik sieht so gut aus. Mann, 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 ey, das habe ich tausendmal durchgespielt. Na gut, vielleicht tausendmal ist übertrieben. Ich kenne aber auch nicht jedes Geheimnis. Ich kenne auch nicht jedes Special, jedes irgendwas, jedes Secret. Und das wird mein allererster Playthrough ohne Komplettlösung. Ich freue mich, dass immer zum kleinen Komplettlösungsheftchen durchgespielt. Wobei ihr noch keine Ahnung habt, wo das ist. Das wird wahrscheinlich in irgendwelchen Kisten verschollen sein. Oder ich finde es irgendwann, wenn ich meine Wohnung mal aufräume in irgendeinem Playthrough. Und, hilf mir bitte. Wer bist du? Da, da, da. Du, 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 du. Hey du, gib mir das kleine Mädchen. Ich glaube, im Laufe des Spiels werde ich zig Stimmen wahrscheinlich ausprobieren. Sie wissen, dass ich den Schatz von König Nolo gesehen habe. Sie werden alles tun, um mich zum Reden zu bringen. Die Musik ist so gut. Mann, ey. Sie werden mich wahrscheinlich auch töten. Wer weiß. Also hilf mir bitte. Warte mal, hast du gesagt, königlos Schatz? Nein, das ist eine Scheißstimme für den. Was soll das Gequatsche? Ich habe gesagt, gib mir das Mädchen. Schnell, die Flucht. Lauf, schnell. Hm, könnte interessant sein. Okay, komm. Das ist einer meiner Lieblingssätze, die ich auch in einem RPG, was ich damals selber geschrieben habe, mit dem RPG-Maker. RPG-Maker 2000, glaube ich, war das. Da hat der alte Opa gesagt, der den Spielhelden begleitet. Hm, hört sich interessant an. Ich komme einfach mal mit. Wir haben es geschafft, sie ist weg. Hey Mädchen, hast du wirklich den legendären Schatz gesehen? Legend, jetzt pass auf, jetzt kommt der. Ich heiße Flora, nenn mich nicht Mädchen. Falls die Musik so laut ist, bitte ich das zu entschuldigen, das wird besser. Okay, okay, und ich bin Nils, nur zehnmal. Ich habe dein Leben gerettet. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht richtig... Hör auf mit dem Quatsch, warum sind sie hierher gewesen, wenn du den Schatz nicht gesehen haben willst? Komm weiter. Naja, ich habe ihn nicht direkt gesehen, aber er muss da irgendwo sein. Natürlich. Selbstverständlich. Toll, bring mich in die nähere Umgebung. Danach wird uns mein scharfer Verstand zum Schatz führen. Natürlich. Der scharfe Verstand, diese seltsamen Elfenjungen. Oder was auch immer der ist. Eins wollte ich, wollen wir mal klarstellen. Ich laufe den nicht hinterher. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Schon sind wir auf diesem riesigen, gigantischen Adler. Wo wir ganz problemlos einfach mal drauf stehen. Nils, ich habe kein Gefühl dabei. Warum lese ich den Vornamen eigentlich vor? Egal. Ja, das gehört alles noch zum Vorspann. Ihr lest richtig. Da sind immer noch hier Climax Entertainment und sowas. Climax, das ist übrigens Höhepunkt. Fand ich damals als kleiner Bengel total aufregend. 93, da war ich 11. Jetzt könnt ihr ausschätzen, wie alt ich jetzt bin. Ich hoffe, du irrst dich nicht wegen dieses Schatzes, Flora. Ich habe diesem Vogel mein ganzes Geld gegeben. Was will der Vogel mit dem Geld? Na, egal. Aber das Schiff fährt nur einmal im Monat zur Insel. Was für ein Schiff? Die sind mit einem Dings geflogen und so. Ah.
Das ist übrigens die normale Spielansicht. Oben unsere kleinen Herzen, das ist unsere Lebensenergie. Der komische graue Top da, das sind Eke-Eke. Was Eke-Eke sind, das werde ich noch später erklären, wenn es wichtig wird. 0G, das ist unser Gold. So, wir können springen, wir können hier schräg laufen. Und wir können das hier machen. Und hier können wir noch nichts machen. Ein böser Widder. Ding, 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 ding. Das ist übrigens perspektivisch auch verzerrt. Das heißt, so können wir nicht mehr schlagen. So können wir schlagen. So können wir auch noch schlagen. Aber so können wir nicht schlagen. Hier ist ein Abgrund. Da! So. Lass uns jetzt unser Abenteuer beginnen. Ja, da wäre ich auch für. Ich werde natürlich pausenlos blöd dabei quatschen. So, Achtung, Spoiler-Alarm. Hier sind wir schon verdammt nah am Schatz dran. Unheil über die, die dieses Land betreten. Aber natürlich. So. Schatztruhen gibt's auch. Lebensenergie findet man in Kisten oder ist auch kaufbar. Vielleicht weiß mein Gedächtnis so gut noch mit dem Spielbescheid, dass ich den Taler, genau, nicht Gold, Taler. Das heißt Taler, obwohl er um G steht. Aber ich glaube, das sind auch Goldtaler. Ach egal, das rede ich hier nicht von Quatsch. Und Kokolores. Ich liebe die Musik. Gott, ich liebe die Musik. Dieses Schwert oben links, was eingeblendet ist, das wird uns später noch wichtig werden. Deswegen erkläre es noch nicht. So, Kissen kann man auch aufheben. Man kann Kissen auch werfen. So. Da, 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 da. So, ein Inventar haben wir auch. Mit Start, benutzen, ausrüsten. Breitschwert, Lederharnisch, Lederstiefel und nichts. Das heißt, wir finden noch Ausrüstungsgegenstände und wir finden noch lustige Items, die wir nutzen können. Ach komm, ich erkläre es einfach. Dieser braune, graue Beutel da oben, wo die Null steht, das ist für Eke Eke. Eke Eke, oder Ecke Ecke, je nachdem, wie man es nennen will, ist ein sogenanntes Wiederbelebungskraut. Oh, da ist aber eine böse Eisenkugel. Und da sehen wir solche Dinge. Und nein, die rollt uns hinterher. Oh. Das Lustige ist, man kann einfach so stehen bleiben, passiert nichts. Aber man wird ja hingezogen. Hier, brauchen wir Schlüssel, Schlüssel. Ah, ich habe keinen Schlüssel, ah, ich habe keinen Schlüssel, ich muss weiterspringen. Ah. So, das läuft wieder automatisch ab. Ja, ich werde ab und zu mal Save Slots benutzen. Obwohl ich es eigentlich ungern benutze. Und da oben diese Szenerie, die wir da sehen, diese mysteriöse, beziehungsweise gesehen haben, die wird später noch, allerdings nahe Ende des Spiels, interessant. Aber jetzt für diesen Augenblick erstmal nicht. Haha. Und der Wasserfall wird immer schneller. Oh! Oh! Mir wird übel. Oh! Oh nein, ah, wir fallen in die Tiefe. Oh, Klatsch. Absolut epischer Satz. Ach du liebes Bisschen, ein Mann. Oh Gott, ein Mann. Das muss ich Opa erzählen. Lass mich erstmal liegen, gar kein Problem. Ah, wo sind wir hier? Nils, oh. Au. Er schläft noch. Eigentlich sah er gar nicht so faul aus. Hör mal, ich bin gerade aus dem Wasserfall gestürzt. Und bin genau auf mein Fressbrett gefallen. Was erwartest du eigentlich? Lass dir noch eine Weile schlafen. Kannst du in unserem Dorf bleiben, solange du möchtest. Hurra, das ist eine großartige Idee. Wir müssen uns beeilen, Nils, auf. Wir müssen weiter nach unserer Stadt suchen. Mit Hilfe von teuflischer Elfenmagie werde ich wiederbelebt. Geht es dir gut? Pass auf dich auf. Der Schatz von König Dolo. Ach ja, keine Ahnung. Ich find's toll. Grandios. So, wir sind in diesem lustigen Dörfchen mit diesen seltsam mysteriösen Pelzwesen. Hallo, ich kann dir so die Insel verraten. Hast du schon davon gehört? Ja. Oh, nee. Hast du schon... Ich weiß natürlich, was sie meint, aber ich sag natürlich nein. Es handelt sich um ein Stärkungsmittel, das Eke Eke heißt. Es enthält eine Megadosis. Ja, eine Megadosis. Des Vitamins Ekenol. Kann man überall kaufen. Doch gar kein Ding. Hier ist übrigens das erste Sequel schon. Ich versuche das direkt mal zu kriegen. Denn ich bin da ein epischer Secret Hunter. Ach. So. Verdammt, das Huhn wird nur nach links und rechts laufen. Verfluchter Mist. Ich muss das umlenken. So. Geh ich halt auf den Hund. Auf da und dann so. Da 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 da. So, da schon mal unser Vorrat. Hallo, hast du dich ausgeruht? Wo ist deine Freundin? Du warst schon dieses winzige Mädchen. Wie kannst du es wagen, mich winzig zu nennen, du haariges Monster? Oh, tut mir leid, das sind finde ich die Gute. Das hier ist oben auch ein Secret. Diese hellen Bäume wird man später noch mit einer Waffe abroden können.
Dann schauen wir uns erstmal alle die Buden hier an, wo wir hier rausgekommen sind. Reingehen können. Hallo! Seh die Samen außen, sieh, wie sie wachsen. Bald wirst du ernten, was du gesät hast. Eines Tages wirst du die Ernte in die Stadt bringen. Du wirst reich sein und dann wirst du sagen... Ja, das ist ein Bauernlied. Meine Ernte wird sich besser verkaufen, wenn ich es auf dem Markt in Mercator singe. Auf dem Markt in Mercator. Nur damit der Spieler es nochmal überlesen hat. Ich habe munkeln gehört, dass in der Nähe der Brücke immer öfter Gummikrieger gesehen werden. Nein, keine Gummikrieger. Gummikrieger. Sonst wird es mit Doppel-M geschrieben. Lebensenergie. In diesem kleinen Spielberater, was ich früher auch quasi als Mittelchen genommen habe. Hallo, möchte übernachten? Stand übrigens so drin, für welche Dungeons man was braucht. So. Das ist eine Inselkarte. So, gucken wir uns erstmal die Inselkarte nicht an. Ich werde die Inselkarte zeigen, okay? Ja! So. Das ist die Insel. Oben sind wir im Dörfchen Massan. Dann unten rechts mittig quasi ist das nächste Dörfchen, nämlich Gumi. Dann ist diese Insel, Quatsch. Ja, ich kann natürlich schlechtes mit dem... ich habe es mit dem Finger auf die Stadt gezeigt, aber das nützt euch natürlich wenig. No. Die Inselstadt. Ach Quatsch, Mann, was quatsche ich denn hier? Hafenstadt. Habe ich vergessen, wie sie heißt. Dieses Schloss in der Mitte unten ist den Mercator. Dann das kleine Türmchen unten links vom Mercator. Das ist, glaube ich, der Turm von mir. Und ganz links habe ich vergessen. Und ganz oben links habe ich auch vergessen. Und das rechts daneben habe ich auch vergessen. Aber da kommen wir überall noch hin. Keine Sorge, da kommen wir überall noch hin. Das ist, weil ich übernachten will, aber da habe ich jetzt keinen Bedarf zu. Übernachten ist wie in allen vernünftigen RPGs. Oh, ein Mensch. Geier, du bist ein Schatzsucher, nicht wahr? Ha, tu nicht so. Ich hab's doch gleich gemerkt. Du hast den Weisen vom Wasserfall schreien gesehen. Nein. Haha, musst du wohl noch ein bisschen üben, Kindchen. Besonderheit, hier kann man diese Dinger hier nehmen und man kann sie zerbrechen. Hä? So. Wir haben zurzeit viele verdächtige Gäste hier. Oh, du bist ja auch ein Gast. Ich liebe die Musik. Ich liebe diese Musik. Macht's gut. Macht's gut. Die Symbol da oben ist übrigens, hier für Gasthaus steht das. Dieser Krug. Hier war ich noch nicht drin. Ah, da war ich noch nicht drin. Lass mich wieder rein. Guten Tag. Vorsicht, was du sagst. Mann, man ist wütend. Jemand muss diesen Barbaren aus Gumi einen Dämpfer aufsetzen. Wäre ich doch nur jünger. Hast du jemanden gesehen, der anders aussieht? Nein. Pass aber auf, die sind vom Stamm der Gumi und sie wollen nicht, dass wir in Massan sind. Geh nicht Richtung Süden, dort wirst du viel Pech haben. So, der geneigte RPG-Spieler weiß natürlich spätestens jetzt, wohin wir als nächstes reisen werden. Falls ihr es nicht wisst, werde ich es auch nicht sagen. Nein, Quatsch. Gumi. Kann ich dir helfen? Das ist ihr Lebensenergie. 150 Taler. Das ist Eke Eke. 15 Taler. Hol ich mir direkt ganz vor. Eke Eke für, mit Ekonol hat zwei Wirkungen, nämlich erstens, wenn wir tot sind, wird es wiederbelebt. Werden wir wiederbelebt, sollten wir Eke Eke haben. Ich wohne hier schon immer. Massan und Gumi waren eins befreundet. Wie die Feder anfing, das weiß keiner. Doch ich weiß was. Frag den alten Mann beim Wasserschrein. Vielleicht kennt er es ihr erzählen. Da wollen wir auch hin. Muss den alten Wasserschrein gehen, aber Vorsicht, der ist ziemlich kauzig. Eke Eke gefunden. So. Wir können Eke Eke. Das ist ein bisschen wie Enter Enter, ne? Eke Eke. Im Westen von Gumi gabelt die Straße durch zwei Wegen zum Meer. Der rechte Weg führt zur großen Stadt Mercator. Punkt. Der linke führt nach Ryuma, wo ein berühmter Leuchtturm... Ryuma, genau, wo ein berühmter Leuchtturm steht. Natürlich. So. Bell, wuff, wuff. So, was uns auffällt? Bell macht wuff, wuff. Aber das Huhn mit Sternchen macht gag, gag. Mhm. Was will uns das sagen? Natürlich. Ist es, auch da war der natürliche Priester. Willkommen in unserer Kirche. Mit diesen Büchern kann man verschiedene Status-Dinge heilen. Ein Giftungsbuch, ne? Heldenbuch, da wird mal gespeichert. Dann haben wir hier noch ein Antifluchbuch, was gegen Flüche wirkt. Und das ist ein Aufwachbuch, um Halluzinationen zu heilen. Denn man kann von verschiedenen Gegnern Statusreflekte betroffen werden können. Gibt es tatsächlich eine Göttin, natürlich. Es ist meine Aufgabe, Aufzeichnung zu machen und zu heilen. Wie kann ich dir helfen? Bring mir irgendein Buch. Wir brauchen da jedoch nicht zu speichern. Sei vorsichtig, Gott segne dich. Speichern ab. Ah! Cutscene! Die Leute aus Gumi haben die Brücke zerstört. Sie nutzt sie völlig kaputt. Sind von allen guten Geistern verlassen. Das muss jemand dem Bürgermeister erzählen. Das habe ich an der Stimme jetzt, glaube ich, zweimal verändert. So, und was wir dem Bürgermeister zu erzählen haben, sehen wir nämlich in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, der Bürgermeister mit dem Totenschädel über dem Kopf, Eingang. Wenn es wieder heißt, wir spielen, was spielen wir denn? Landstalker. Also, bis dahin, euer Backe. Tschüss, tschüss.